Heike B. Görtemarker, Eva Braun, Leben mit Hitler. Er war der einsame, mit Deutschland verheiratete Führer. So wollte es die NS-Propaganda. Tatsächlich hatte Adolf Hitler jedoch eine heimliche Geliebte, Eva Braun. Heike Görtemarker, promovierte Historikerin, legt nun die erste wissenschaftlich fundierte Biografie vor. Wer war die Frau an der Seite des Führers? Welche Rolle spielte die Geliebte in Hitlers privatem Kreis? Über wie viel Einfluss verfügte sie? Und was wussten sie und die anderen Frauen der NS-Führer über die Verbrechen ihrer Männer? Mit detektivischem Spürsinn rekonstruiert Heike B. Görtemarker die Lebensgeschichte Eva Brauns, die aus einem kleinbürgerlichen Haushalt bis in den inneren Zirkel des NS-Machthabers führte und einen Tag nach der Hochzeit im Berliner Führerbunker mit dem gemeinsamen Selbstmord endete. Heike B. Görtemarker, Eva Braun. Erschienen im CH Beck Verlag.